So, meine Freunde, wir machen jetzt weiter hier mit Resident Evil 7. Mein Kollege ist heute nicht dabei, weil der möchte dann doch lieber ausschlafen als mitzuspielen. Ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich wollte jetzt nochmal das die Videokassette nochmal neu spielen, also das Happy Birthday Video, weil ich das unter 4 Minuten oder irgendwie was da als Trophäe geben wird, schaffen, weil ich dann halt die Trophäe kriege. Also ich glaube, das war unter 4 Minuten sollte man diese Videokassette beenden. Und das versuche ich halt jetzt zu machen. Ja. Deswegen starte ich jetzt nochmal vor der Kassette, aber es ist ein gleicher Spielstand wie vorher. Nur halt, dass ich das ja, Video nochmal halt neu mache. Weil ich versuche so bei dem ersten Durchgang von dem Spiel versuche ich halt so viele Trophäen wie möglich mitzunehmen. Deswegen mache ich das jetzt nochmal neu. Ja, und das wäre es, glaube ich, erstmal. Ja. Was ich noch dazu sagen kann, ist, dass ich soeben vor 10 Minuten den Season Pass gekauft habe für 29,99, glaube ich, war das. Und werde dann nach dem Hauptspiel natürlich die ganzen DLCs mit aufnehmen und zocken. Und ja, ich freue mich schon auf die Fortsetzung nach dem Spiel, wenn ich fertig bin. Andere Sache, die ich loswerden möchte, ist, dass es mir leid tut, dass mein Stuhl knackt, so wie jetzt, wenn ich mich bewege. Ich habe halt so einen älteren Stuhl. Das ist natürlich ein bisschen voll nervig in der Aufnahme. Dafür wollte ich mich halt dann kurz entschuldigen. Und ja, also meine, wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, ist das halt, dass meine ersten Aufnahmen mit Sound, also dass ich rede. Ja, sei nicht so streng mit mir. Ich bin Neuling, was das angeht. Also ich habe schon viele Let's Plays gemacht, also viele Aufnahmen von Spielen. Nur halt die ersten Male jetzt mit Sound, also mit Stimme. Ne? Also nicht ganz übel, wenn ich mal irgendwie dann eine lange Zeit nicht rede oder nur Blödsinn rede, weil ich dann nicht darauf achte, was man reden soll oder was man sagen soll. Ja, das wäre es eigentlich schon. Also ich wollte nur ein bisschen was erklären und ein bisschen was dazu sagen. Nicht, dass sich alle jetzt wundern, wieso ist das mit Sound. Mit Sprache, mit Stimmaufnahme. Das mache ich halt jetzt und ich guck mal, wie das ankommt. Vielleicht kommt es gut an, vielleicht auch nicht. Wenn nicht, dann lasse ich das in Zukunft wieder sein. Also wenn die Stimme halt nicht zum Spiel passt oder die Atmosphäre ist nicht gut oder ich quatsche so viel Blödsinn. Keine Ahnung, das könnt ihr mir eine Rückmeldung ja geben dazu. Und dann werde ich das dann in Zukunft wieder lassen. Oder wenn ihr dann das gut findet, könnt ihr mir auch ein paar Tipps geben, bitte. Ja, was ich verbessern könnte, wie ich es besser rüberbringen könnte. Ich habe auch jetzt so ein ganz billiges Sennheiser Headset. Ne, man hört halt jede kleine Furz und jedes Knacken. Und wenn ich am Wasser trinke oder wenn mein Handy klingelt, das hört man halt leider alles. Ja. Wie gesagt, das wäre es erstmal für den Anfang. Ich will jetzt nicht zu viel quatschen. Wie gesagt, ich versuche jetzt nochmal die Videokassette zu spielen. Ohne meinen Kollegen, der wäre wie gesagt heute nicht dabei, also der wäre gerne dabei, aber es ist mir halt dann zu spät. Ich möchte jetzt ein bisschen noch zocken, weil es ja, ich habe Urlaub die Woche und ja, deswegen wollte ich noch ein bisschen was vom Tag haben und deswegen zocke ich jetzt ein, zwei Stunden mit euch und nächstes Mal ist er wahrscheinlich wieder dabei, wenn ich es bis dahin noch nicht durchgespielt habe. Kann ja auch sein, dass es jetzt vielleicht nur noch 1 oder 1,5 Stunden Spielzeit ist hier und dass das Spiel dann durch ist, das kann natürlich auch sein. So, auf jeden Fall beginne ich jetzt nochmal. Videokassette. Ich hoffe, ich habe alles so weit behalten, dass ich das innerhalb von 4 Minuten schaffe. Und ja, gespannt sein jetzt. Es geht auf jeden Fall jetzt los. Boah, ist voll blöd mit dem Stuhl, echt. Also, das stört mich sogar. Ist echt nervig. Ist ein verdammter Glückspilz. Weißt du, ich beneide dich. Was? Du glaubst mir nicht? Diese Freude kann man nicht vortäuschen. Es hat Wochen gedauert, das herzustellen. Und jetzt ist es endlich soweit. Alles nur für dich. Oh, komm schon. Ah, okay, gut, ich hab's ungefähr wieder drin. Sei doch nicht so. Das wird ein Spaß. Du wirst schon sehen.
ungefähr. Ich versuche es auf jeden Fall in 4 Minuten jetzt zu schaffen. Ich hoffe, ich pack das, aber es müsste eigentlich kein Problem sein. So, fängt jetzt schon an. Wie war das nochmal? Hier kann ich eigentlich nochmal die Kerzen nehmen, genau. Dann war es eigentlich auch schon weg. Gut. Ich nenne das Spiel. Ich will wirklich gerne lebendig aus dem Raum kommen und keinen grässlichen, strafvollen Tod sterben. Ich weiß, du siehst nur provisorisch. Nimm eine Kerze, zünde sie an und stecke sie in die Torte. Und denk dran zu lächeln. Diese Party ist für dich. Ich kann nichts machen. Leck mich! Echt widerlich. Das war schon das Fernrohr, ne? Eklig. Ja, ist schon das Fernrohr, alles klar. Gut. Jetzt muss ich die Kerze nochmal anmachen. Jetzt kommt kein Wasser. Schon klar. Das muss ich auch nicht aktivieren, dann macht er nur Faxen. Hier. Herd, zack. Anmachen. Kerze. Beeilen, weil ich will das auf jeden Fall schaffen in den 4 Minuten. Komm, gib Gas. Das Passwort kenne ich ja eigentlich schon, aber. Was war das jetzt nochmal? Was war das? Der Ballon. Muss ich hier am Gas machen. Letztes Mal. Ja, es sind die gleichen. Alles klar. Komm, ich hab nicht viel Zeit. Komm, gib Gas. Und das Embryo. So. Die Kiste auf. Oh, Puppe oder was das ist. Ich muss mal ein Feuer abfackeln. Ich hoffe, die 4 Minuten sind noch nicht oben. Komm, gib Gas. Gib Gas. Fingerpuppen, Dingsbums, genau, jetzt habe ich das. Einmal hier. Wollen wir das Aufdrehding? Ich glaube, das war hier drin, ne? Ich schaff das, ich glaub. Was zum Teufel ist das? Was machst du? Was machst du da? Oh Mann, nein! Nein! Nein!
Doch, ich hab keine Ahnung. Happy Birthday! Hab ich das denn geschafft in 3-4 Minuten? Ich glaube nicht. Es wäre schon was gekommen, oder? Ich glaube nicht. Schade. Ja, dann versuche ich das irgendwann nochmal. Beim zweiten Durchgang vielleicht. Ne? Schade, ich hätte gedacht, ich hätte das geschafft unter 4 Minuten. Oder soll ich einfach nochmal probieren? Soll ich es nochmal ausprobieren? Eigentlich habe ich voll Bock drauf, das nochmal auszuprobieren. Ich hab den Spielstand ja noch. Schade, schade, schade. 4 Minuten waren das, die ich noch Zeit habe. Ich habe das schon mega schnell gemacht, also muss ich ehrlich sagen. Also es war schon sehr gut jetzt. Habe ich gestern länger, also vorgestern länger gebraucht. Ja gut, hat nicht geklappt. Ich ganz ehrlich bin, ich weiß auch gerade gar nicht, wo ich jetzt hin muss. Ich weiß gerade gar nicht. Schlangenwurst, wo muss ich denn jetzt immer lang? Du hast gerade rot, alles klar. Okay, jetzt weiß ich, wo Schlangenwurst. Da werde ich nochmal speichern. Habe ich ja keine mehr bekommen. Dass ein neues Spiel neu ist. Und dann ist die Frage. Ich habe noch ein paar antike Münzen. Ich weiß auch nicht, was das bedeutet. Verteidigungsmünze. Speichern? Nein. Nicht 7:45. Das war nämlich unser Video vor dem Happy Birthday Video. Das kann ich ja vielleicht immer noch mal schaffen dann. Das würde ich auch gerne immer noch mal schaffen. Wäre cool. So, Gegner platt machen.
komischen Party, die der nette Luca, wie der heißt, uns gesagt hat. Die waren auch schon einmal von uns gesagt. Mit Play. Was ich habe. Weißt du, wozu das gut ist? Weißt du, was Zoe damit anstellen will? Sie denkt, das Teil ist etwas Besonderes. Nein, Ethan. Es ist nicht besonders. Das genau hier. Besonders. Weißt du, Ethan? Nicht jeder will gerne die Zeit zurückdrehen. Was? Was, Evelyn? Ich will es ihm doch nur zeigen. Ich will ihm nur zeigen, dass nicht jeder zurück dahin will, wie es früher war. Du bist ein dummes Miststück. Sie versteht nicht, dass ich nicht zurück will zur Zeit, bevor mein Vater dich gefunden hat. Entschuldigung, da ich jetzt hier gerade ein bisschen Lärm mache. Nicht jeder will die Zeit zurückdrehen. Also? Meine Anlage hat gerade eine. Also, Ethan? Geklappt. Tut mir leid. Ethan? Du kannst. Ich habe da nichts mitbekommen. Du kannst so viel du willst unter dem schmutzigen, vergammelten Haus kriechen und nach den Materialien suchen, aber du wirst verdammt nochmal nichts finden, Ethan. Du willst das Serum herstellen? Oh, Baby. Da musst du an mir vorbeikommen. Hörst du mich? Na komm schon, Ethan. Was sagst du? Okay. Scheiße! Dann muss ich wohl an ihn vorbeikommen. Das werde ich schon schaffen. Irgendwie. Noch kein Dings herum mehr. Das sieht mir sehr nach dem Schatz aus. Hier könnte sein, dass irgendwie der Schatz ist. Den ich vorher vergebens mit meinen Kollegen gesucht habe. Mit dem komischen Kopf, ne? Der, wie ich gesagt habe, Leiter. Aber mein Kollege war der Meinung, nein, das ist keine Leiter. Ich sag, das war ein Leiter. Ich weiß noch nicht, aber ich vermute mal. Ach, eine Falle. Okay, sehr interessant. Kann ich die jetzt schärfen? Nein, kann ich nicht. Nein, hab ich keine Zeit. Ich muss echt einen Schuss jetzt dafür abgeben. Nee. Oh nein, was hab ich denn gemacht, ich Idiot? Was hab ich gemacht? Sonst etwas angewendet. Ah, fuck. Sonst etwas angewendet. Muss ich mal durchgehen? Dann kann ich ihn doch irgendwie entschärfen. Kann ich tatsächlich nicht entschärfen, wie bei den anderen Wesen will. Schade. Sieht man schon sehr danach aus, hier, dass hier der Schatz sein wird gleich. Das würde mich echt übertrieben freuen, weil hier liegt auch schon so ein Kopf rum. Aber trotzdem so viel Stress um die Ohren. Schauen wir mal, ob ich nichts.
da schon, da oben der Kopf, jawoll. Ich suche über 20 Minuten lang im Haus diesen Kackkopf. Ist doch schon. Reparaturzusatz. Run Repair Cut. Reparaturzusatz. Ah, okay. Dann kann ich wahrscheinlich die eine Waffe reparieren. Hundertprozentig. Dass ich da durchkomme, ohne einmal getroffen zu werden. Die habe ich jetzt leider verkackt, weil ich dachte, ich komme da durch. Ich hätte es nicht geschafft. Ich hätte es aber geschafft, wenn ich es gewusst hätte. Aber ich habe die ja schon vorher gesehen, die Dinger. Ich hätte die ja vorher nicht gesehen. Das heißt, jetzt hoffe ich, muss ich die wohl abschießen. Mal weiter. Ich glaube, jetzt kommt immer noch ein Mädchen irgendwie auf irgendeine Weise. Cover ist, ne? Ja, auf dem Cover Mädchen ist und auch immer Menü. Überall woanders. Ich vermute mal, es kommt noch ein Mädchen als Gegner. Das habe ich schon. Ich habe schon wieder ein bisschen Brennstoff. Blut. Hier geht's runter. Es kann auch sein, dass das jetzt hier die Treppe ist. Von dem das Bild ist. Jetzt da ein Kraut, also ein Dings genommen habe, schon voraus und ja, das ist jetzt voll doof. Entschuldigung Leute, aber ich muss das nochmal neu laden, weil das geht mal gar nicht klar. Sorry Jungs, Leute, das ist ja auch nicht viel jetzt. Das sind ja vielleicht 5 Minuten, die jetzt vielleicht fehlen oder die ich nochmal neu machen muss. Aber das ist mir dann doch schon wichtig, weil ich habe wie gesagt Hilfe-Ding benutzt, weil ich nicht benutzen wollte. Ne? Ein Kraut benutzt, einmal da Leben umsonst verkackt. Also, Entschuldigung, wenn ich so rede, aber Leben umsonst verloren. Ja, das hätte ja nicht sein müssen. Das auf der Treppe habe ich auch nicht gesehen. Ich dachte, das wäre eine neue Kiste, die man benutzen kann. Ja, anscheinend ja nicht. Versuchen es einfach nochmal. Wird schon klappen. Bisschen was trinken. Tut immer gut, ne? Weiß, glaube ich, jeder von euch. Ist voll ungewohnt, Leute. Also, ja, wenn ihr das Video guckt, dann ist das ja nur unterhaltsam. Für euch, also ist vielleicht unterhaltsam für euch, aber jetzt wirklich hier zu sitzen und mit sich selber reden, muss ich schon sagen, ist sehr, sehr, sehr gewöhnheitsbedürftig. Also dann zocke ich doch lieber mit einem Kollegen zusammen, der quatscht dann mit mir zusammen, dann komme ich mir nicht so doof vor. Aber dieses hier rumsitzen, Spiel spielen, mit sich selber reden, das ist, also ist natürlich gut für euch dann nachher, wenn ihr das Video guckt, wenn jemand redet, euch ein bisschen was erklärt. Aber ich komme mir total Panne dabei vor. Also wirklich, das ist voll ein. Also ich muss mich da echt noch dran gewöhnen. Und es ist ja immer noch die Frage im Raum am Stehen, ob dir das überhaupt gefällt. Also euch gefällt, was ich hier mache. Also, dass ihr das auch in Ordnung findet. Stimme, was ich rede, ne? Wie viel ich rede. Das brauchen wir nicht mehr. Granatwerfer. Weiß ich nicht, ob wir den schon brauchen. Ich hoffe nicht. Ich nehme einmal das hier mit. Halt für Schießpulver nicht mit.
verbesserte und einmal die normale. Ich werde aber jetzt einmal die normale nehmen. Was ich habe. Weißt du, wozu das gut ist? Weißt du, was Louis damit anstellen will? Sie denkt, das Teil ist etwas Besonderes. Nein, Ethan. Es ist nicht besonders. Das genau hier. Besonders. Weißt du, Ethan? Nicht jeder will gerne die Zeit zurückdrehen. Was? Was, Evelyn? Ich will es ihm doch nur zeigen. Ich will ihm nur zeigen, dass nicht jeder zurück dahin will, wie es früher war. So ist ein dummes Miststück. Sie versteht nicht, dass ich nicht zurück will zur Zeit, bevor mein Vater dich gefunden hat. Nicht jeder will die Zeit zurückdrehen. Also? Okay, ich habe jetzt das Gespräch mitbekommen. Ethan? Und du kannst, Seline weiß ich glaube ich jetzt schon. Du kannst so viel du willst unter dem schmutzigen, vergammelten Haus kriechen und nach den Materialien suchen, aber du wirst verdammt nochmal nichts finden. Du willst das Serum herstellen? Oh, Baby. Da musst du an mir vorbeikommen. Hörst du mich? Na komm schon, Ethan. Was sagst du? Scheiße! So. Jetzt fahren wir weiter. Wo wir ihn aufgehört haben. Ich hätte nochmal sowas davon. Hier kam ich nicht durch. Obwohl das da ganz hinten hoch genug sein müsste. Ich versuche es einfach nochmal.
gerade ein bisschen, also es geht mir gerade ein bisschen auf die Eier hier. Es tut mir leid, Leute. Ich werde jetzt einen Cut machen und dann, wenn ich gleich wieder an der gleichen Stelle bin, nochmal neu machen. Also neu aufnehmen, weil das ist ja für euch bestimmt voll bescheuert, euch das immer anzugucken. Aber ich möchte das schaffen, da durchzukommen, ohne getroffen zu werden von dem Ding. So, bis gleich.